Schon wieder da. Ja, es ist schon wieder ein Monat vorbei. Und auch das Kräterbarcamp war am vergangenen Wochenende am Samstag. Aber das gehört hier da nicht hin. Ich habe mir mal wieder ein paar Termine mir aufgeschrieben, die für euch und für mich wichtig sind. Das ist in erster Linie die Gamescom, die vom 24. bis zum 28.7. 8. sorry, dieses Jahre in Köln stattfinden. Auch wenn viele Anbieter dieses Jahr nicht auf der Gamescom teilnehmen werden, werden wir auf jeden Fall vor Ort sein. Volle 5 Tage, ja, ihr habt echt richtig gehört. Volle 5 Tage, da halt am Presse- und Medientag und die bloß 4 Privatbesuchertage sind wir vor Ort. Ja, wie es genau mit Treffen und Co. aussieht, ob ich alleine fahre oder nicht, das müssen wir alles noch genauer besprechen, allgemein im Team und Co. Da kann ich euch aktuell noch keine Informationen geben, aber das bekommt ihr in einen Monat im August, bekommt ihr dann Informationen zu den Gamescom, wann ich genau da sein werde, wann ihr mich auch mal treffen könnt, wenn ihr wollt. Und somit würde ich sagen, warte hier mit der Gamescom, wir gehen ihr weiter zum Tierheim. Ja, es ist endlich soweit. Vor einer Woche habe ich endlich hinbekommen, den ersten Trailer fertig zu schneiden. Juhu! Oh Gott, hat ja länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe. Sorry. Ja, der ist hier fertig und wir suchen aktuell auch da weiterhin ModeratorInnen für den 3. und 4. 9. Habt ihr Interesse an die Moderation? Bitte schreibt mir auf Discord oder in den sozialen Medien eine Nachricht. Dann können wir uns einig werden. Wir sind wieder da. 24 Stunden veranstalten wir einen Spenden-Livestream für das Nürnberger Tierheim. Es sind viele Projekte geplant, wie Tiere suchen dich. Schwierige Tiere werden vermittelt. Live-Spenden. Lauf mit der Star Wars-Fangruppe in der Innenstadt von Nürnberg. Am 3. auf den 4. September 2022 ab 9 Uhr. Live auf Twitch und YouTube. Mit den ModeratorInnen Lukas, Benjamin und Co. Mit Unterstützung vom Tierheim Nürnberg, Medienzentrum Parabol, Loudcash und Filmproduktion Benjamin. Ja, wie ihr schon das Wort Stream ja schon ein paar Mal gehört habt. Wir verändern ein bisschen den Streamplan, daher es verändert sich nicht viel, aber der Rollikämpfer und ich werden uns hin und wieder abwechseln. Daher alle 2 Wochen an den Freitag wird er eben streamen. Das nächste Mal ist in 1,5 Wochen. Und ja, und jeden Montag werde ich regelmäßig auch wieder streamen oder der Rollikämpfer wird anwesend sein. Ich habe
erstmal für den Tag keine Termine mehr und ich würde sagen, wir sehen uns in einem Monat hier wieder bei den Monat News. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund.